Jo Freunde des Trading, ja, bevor das Video anfängt, möchte ich euch einen letzten Trading-Tipp geben. Es wurden die Codes für neue SBCs geleakt, die heute Abend oder die kommenden Tage kommen wird, und zwar eine garantierte Scream-Karte. Das heißt für euch, ihr könnt jetzt noch 83er und 84er für günstig bekommen, und die werden dann, wenn die SBC kommen sollte, was meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich ist, steigen. 83er solltet ihr jetzt noch unter 1000 Münzen bekommen sollen, 84er unter 2500 Münzen. Diejenigen, die in Screenkarten investiert haben, da müsst ihr jetzt überlegen, ob ihr jetzt verkauft oder behält. Ich würde wahrscheinlich, falls die Preise nicht so sehr gesunken sind, noch verkaufen. Wenn es garantierte Screenkarten gibt, werden sie auf jeden Fall im Preis sinken. Aber wenn es wieder SBC gibt, wo die Screenkarten benötigt werden, könnten sie wieder steigen. Also das liegt dann bei euch und ob EA die SBCs bringt. Das ist, wie gesagt, keine Garantie, aber in 83er und 84er zu investieren, ist auf jeden Fall keine schlechte Sache. Und ja, ansonsten würde ich sagen, fangen wir dann mit dem Video an. Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, ich weiß, meine Haare sind ziemlich lang, muss man zum Friseur. Heute gehen wir mal durch, welche von den vier Halloween-SBCs sich überhaupt noch lohnen, das zu machen. Manche, meiner Meinung nach, lohnt sich gar nicht, die zu machen, sondern eher die Spieler zu verkaufen. Eins davon wäre Werwolf Fluch. Das habe ich euch, glaube ich, im letzten Video gezeigt. Ich bin mir nicht mehr sicher, welches. Da habe ich euch all meine Verkäufe von meinen Silberspielern gezeigt. Und ich habe da, glaube ich, 45.000, glaube ich, also ein Teil davon war auf jeden Fall von dieser SBC, habe ich 45.000 rausgeholt. Und dann, was sich auch noch nicht lohnt, ist meiner Meinung nach Meeresschrecken. Also, da könnt ihr euch auf jeden Fall, ich habe es hier gesehen, wie ihr seht, versucht, das günstig zu machen. Aber, ja, wie ihr seht, auf jeden Fall die von der zweiten französischen Liga, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, FCL, hier von der, die CM und COM von der vierten englischen MOR. Und hier die RM oder RM von der zweiten italienischen Liga mit dem Delfin da drauf, gehen auf jeden Fall von 5.000 bis 10.000 Coins. Zeige ich später auf der Transferliste, habe ich schon verkauft. Aber welche SBCs sich momentan doch noch lohnen und auch günstig machen kann, ist zum Beispiel Spinnennetz. Da kriegt man Jumbo, Primo und Goldset. Spieler aus derselben Liga maximal 4, Nationalitäten mindestens 5, Vereine mindestens 4, Gold mindestens 8, Teamchemie 81. Und was muss man hier machen? Also, oder was habe ich hier gemacht? Also ich habe hier so gemacht, dass ich hier links, ihr seht, Mainzer genommen habe. Das ist, glaube ich, ihr könnt auch andere Mannschaften nehmen, falls ihr welche wisst, mit vielen Nationalitäten. Ihr seht, die kriegen trotzdem einen Strongling, weil die halt aus demselben Verein sind alle. Und da haben wir schon mal 4 Nationalitäten drin. Hier vorne habe ich dann Lorente mit ihnen verbunden. Und rechts habe ich einfach, ja, wie ihr seht, hier ein Strongling. Also das gleiche Nationalität, gleicher Verein und gleiche Liga, kriegen dann hier einen Strongling. Und hier rechts einfach nur normale Italiener aus der italienischen Liga. Sollte normalerweise klappen. Falls nicht, hat man hier noch eine Chance mit Maxim. Wenn man ihn zum CM umwandelt, hat man ein Chemie mehr. Aber es sollte normalerweise klappen. Also ich glaube, hier sind auch ein Erstbesitzer. Ja, ist ein Erstbesitzer bei. Also wie gesagt, falls es das klappt, notfalls müsst ihr halt noch den Maxim zum CM umwandeln. Aber soll es schon klappen. Und ich glaube, ja, wie viel habe ich bezahlt? Ich weiß es gar nicht. Also ich hatte die meisten, wie gesagt, im Verein gehabt. Und die meisten waren, die ich noch kaufen musste, waren günstig. Was sich noch lohnt, ist auch auswegloses Labyrinth. Aber hier muss ich schon mal sagen, also man kriegt ein seltenes Goldset. Voraussetzung ist, Spieler aus derselben Liga maximal 2. Spieler mit derselben Nationalität maximal 2. Gold mindestens 3. Teamchemie 75. Hier bin ich mir nicht sicher, ob man es ohne Loyalität schaffen kann. Also ich habe hier viele gepackt. Einfach weil ich letztens, also zwischen Food Champions einmal eine Pause gemacht habe, habe ich einfach mal, glaube ich, ungefähr 100 Bronzepacks geöffnet. Und in den 100 Bronzepacks habe ich Spieler gezogen, wo ich im Nachhinein 20.000 auf Plus gemacht habe. Plus all die Spieler, die ich gezogen habe, for free. Verbrauchsobjekte wie Teamfitness, Einzelfitness, Heilungskarten, Attributskarten. Alles habe ich umsonst mitgenommen. Plus 20.000 plus, wie gesagt. Und die Spieler hier. Und es hat sich ausgezahlt. Ich habe viele Spieler gezogen, die später für 5.000 weggingen. Zeige ich euch später. Also hier bin ich mir nicht sicher, ob man es nachbauen kann. Ich guck mal gerade. Ich habe, also wie ihr seht, ich habe außer einen, ja, sind alle Erstbesitzer, also und kommen genau 75 Chemie. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es überhaupt ohne Loyalität geht. Wenn man jetzt, sag ich mal, nicht so einen Spieler von zum Beispiel Oxford benutzen will oder hier von FC Dallas, weil wenn ihr die einen von denen benutzen solltet, kosten die, glaube ich, 4.000, 5.000, was sich dann
ja, meiner Meinung nach nicht mehr lohnt, weil es dann einfach zu teuer ist. Also wie gesagt, das ist der Vorteil, wenn ihr Bronze-Pack-Methode betreibt oder wie ich auch generell alle Spieler, die für nicht viel weggehen, im Verein speichern. So habe ich zum Beispiel jetzt Pirlo und Altidore mit Loyalität bekommen und so konnte ich diese SBC sozusagen für sehr, sehr günstig machen, ohne dass ich überhaupt einen von diesen Mannschaften hier benutzen müsste, weil sonst hätte ich die SBC nicht gemacht, weil es, wie gesagt, dann zu teuer wäre. Und dann schicken wir das ab, kriegen dann selten Goldset und gehen jetzt gucken mal ganz kurz auf die Transferliste, was ich da als verkauft habe, und dann machen wir die Packs noch auf. Ich habe wieder was verkauft, krass. Also wie ihr seht, das sind die Verkäufe, die ich einfach aus dem Bronze-Pack-Methode gemacht habe. Also das sind, die ich sowieso verkauft habe gestern. Also hier sind 7.000, 6.000, das habe ich einfach so gezogen. 9.600, einfach aus dem Bronze-Pack. Deswegen bin ich am Ende sogar, obwohl ich über 100 Bronze-Packs aufgemacht habe, 20.000 plus gewesen. Also ihr seht, hier sind die so hoch, also meistens 2.000 oder meistens auch nur 800, 900, aber das macht's ja aus und ihr macht ja plus damit. Ihr seht, den habe ich aus dem Silver-Free-Pack bekommen. Und die waren mein Verein, Freunde. Und ich glaube, ich habe sehr viele Silberspieler durch dieses Experiment bekommen. Wisst ihr noch, dieses Silberspieler-Pack-Experiment? Da habe ich nämlich so viele Silberspieler bekommen, die jetzt sich auszahlen, Freunde. Zahlt sich einfach aus. Hier habe ich schon mal 10.000 mitgegangen. Wie ich schon gesagt habe, diese mit einem Krebs, wenn ihr den als CM-Spieler habt, die gehen über 5.000, wie ihr seht. Das habe ich alles aus dem Bronze-Pack, wie gesagt. Und hier nur mein Innenverteidiger von Oxford, 9.000, alles aus Bronze-Pack. Also das sieht, dieses Jahr ist Bronze-Pack-Methode richtig stark. Ihr seht, also insgesamt habe ich dann mit all den Verkäufen, also für die 2.9 jetzt, nochmal fast 50.000 gemacht. Also 45.000 mit den mit allen vier zusammen bin ich bei 100.000 wieder. Das ist so krass. Ihr seht, ich habe nur 61.000, weil ich schon ein bisschen investiert habe wieder. Also ich will mir als nächstes eine Ikone holen und habe ein bisschen investiert. Die drei Packs werde ich jetzt nicht aufmachen. Die seht ihr dann am Donnerstag, wenn ich wieder meine Belohnung aufmache. Also Squad Battle und Food Champions. Die zwei werden wir aber aufmachen, weil wir die ja in der SBC gemacht haben. Vielleicht haben wir ein bisschen Pack-Luck. Come on. Yay. Ja, leuchtet leider nichts. Schade. Aber es kann ja immer noch ein krasser Spieler dahinter sein. Ach, den kenne ich doch hier, den Astori. Schade, leider nichts gezogen. Sonst ist hier, glaube ich, auch nichts Krasses dabei. So, Freunde, letztes Pack. Selten und Goldset, 12 Objekte, 12 selten. Da kann aber ein krasser Spieler dabei sein. Come on, EA. Ich habe in letzter Zeit echt nicht viel Pack-Luck, muss man sagen. Ihr seht, ich habe echt nicht viel Pack-Luck, also mein bester Spieler war eben vom Isco, das ist, wer ist das? Killison, also ihr seht, ich hoffe, das ändert sich bald, spätestens am Donnerstag, wenn wir die Packs für die, nur ein Vertragsset, für die Food Champions aufmachen sollten. Wie gesagt, ich sag euch noch nicht, was für einen Rang ich gemacht habe. Ich weiß selber noch nicht, ich habe noch 5 Spiele, die ich machen muss. Und dann sehe ich es erst, was ich geschafft habe. Ja, das war's dann für diese Episode. Leider halt nichts Krasses gerade gezogen. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, euch einen Überblick zu geben, welche Spieler momentan weggingen. Also ihr habt es euch nochmal als Erwähnung, damit ihr es nicht verpasst. Man kann sehr viel Geld machen. Und für diejenigen, die halt nochmal ein kleiner Beweis, dass die Bronze-Pack-Methode doch noch sehr, sehr effektiv ist. Besonders jetzt, wie gesagt, in FIFA 18. Ansonsten, ja, war es von heutigen Video ein bisschen kürzer. Ist aber auch mal gut, denke ich, dass ihr mich nicht so lange hören müsst. Und dann morgen, denke ich, komme ich wieder zurück mit den, Top-Partien, SBCs. Wie gesagt, nicht vergessen, schaut nochmal nach, ob welche Spieler in Hype hochgegangen sind. Und dann wünsche ich euch happy Profit. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao, Freunde.